Es ist so einfach, wenn du böse bist. Willkommen zum WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der fiesesten Finale in Videospielen. Bevor wir anfangen, abonniere nicht vergessen, um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen. In dieser Liste sehen wir uns die Höhepunkte in Videospielen an, die nur erreicht werden können, wenn man den Pfad des Schurken wählt. Wie zu erwarten ist diese Liste randvoll mit Spoilern, also ist jetzt ein echt gemeiner Spoiler-Alarm angesagt. Nummer 10. Menendez triumphiert. Call of Duty Black Ops 2. Your military. Why? Is crippled. You cannot stop us now. Während es für seinen Online-Multiplayer weit mehr verehrt wird, haben die Einzelspieler-Stories in der Call of Duty-Reihe gelegentlich echte Schätze. In diesem Fall geht alles zur Hölle, solltest du zwei mögliche Varianten vermasseln. Der erste Fall tritt ein, wenn der Spieler die Hackerin Karma nicht retten kann. Wenn das passiert, wird der Gegenspieler Raul Menendez sie brutal töten, wodurch ein Virus die Kraftwerke der USA auslöscht. I've spent the last year trying to crack this sod. Best thing I can do right now is leg it back to England. Der zweite Fall tritt ein, wenn du beschließt, Menendez selbst umzulegen. Das führt ultimativ zu globaler Anarchie, also solltest du vielleicht den Finger vom Abzug nehmen. Nummer 9. Große Macht, keine Verantwortung. Spider-Man Web of Shadows. These two were more than willing. What? You knew this whole turf war was a setup? Sei ehrlich, wir denken alle, dass Spideys schwarzer Anzug echt krass ist. Leider hat er den kleinen Nachteil, dass er dich in eine Art egoistisches Arschloch verwandelt. Sollten sich die Spieler entscheiden, bei jeder Gelegenheit dieser dunklen Seite nachzugeben, wird unsere nicht so freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zum Herrscher von New York City, das von Symbionten verseucht ist. Naja, du hast vielleicht deine Freunde ausgegrenzt, Mary Jane hasst dich jetzt und du hast eigentlich Venom getötet. Aber sie ist positiv, du hast eine symbiotische Black Cat als Königin. Well, darling, I promised you this city. And it's yours. Nummer 8. Die Definition von Wahnsinn. Far Cry 3. Are you enjoying my sister's company? Huh? She's gonna make a warrior out of you. Also, du hast es geschafft. Als Jason Brody hast du dich durch Rook Island geschossen, hast Vars und Hoyt geschlagen und dir sogar die Liebe der wunderschönen exotischen Sitra verdient. Warum würdest du in die Außenwelt zurückkehren wollen, wenn sie dir anbietet, König zu werden? Alles, was du tun musst, ist alle Verbindungen zu deinem alten Leben aufzugeben, indem du deiner Freundin die Kehle aufschlitzt. Wenn Jason das durchzieht, bekommt er tatsächlich einen Heldenempfang. Als Sitra ihn flachlegt, rammt sie auch einen Dolch in seine Brust und gibt ihm einen ehrenvollen Tod, der eines Kriegers würdig ist. Du erntest wirklich, was du gesät hast, Jason. You are a warrior. Die a warrior. Nummer 7. Der perfekte Mord. Heavy Rain. Der Origami-Killer hat das Leben vieler Väter und Söhne gefordert und wenn die Spieler nicht schnell genug sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass er mit seinen Verbrechen davonkommt. Wenn Ethan Mars versagt oder sich weigert, die Prüfungen des Origami-Killers auf sich zu nehmen, dann ist es ebenfalls wahrscheinlich, dass er und sein gekidnappter Sohn Sean tot enden. Auf der Jagd nach der Wahrheit treffen der FBI-Agent Norman Jaden und die Reporterin Madison Page auf einige wirklich irre Leute, die nicht zögern würden, sie auf ziemlich kranke Weise zu töten. Naja, zumindest hast du Tests von Scott Shelby bestanden, also wird es vielleicht ein gutes Ende geben. Warte, er ist der Mörder? Also, du hast es echt vermasselt. You're the father that I have been looking for all these years. The man capable of giving his own life to save his son. Nummer 6. Rapture an die Oberfläche bringen. Bioshock. And the Rapture trembled, but in the end even the Rapture was not enough for you. Wenn du von Big Daddies gejagt wirst und Leute wie Andrew Ryan dir ins Ohr flüstern, dann ist es verständlich, dass du dir so viel Adam wie möglich schnappen willst, um dich zu verteidigen. Allerdings musst du dafür bereit sein, die Little Sisters zu töten und auch die Missbilligung der seltsam betörenden Dr. Tannenbaum hinzunehmen. Ugly! Selbst nachdem sie dir geholfen haben, Frank Fontaine zu töten, bist du so süchtig nach Adam, dass sie dir nichts bedeuten. Rapture ist nichts weiter als der erste Schritt. Du und viele Splicer steigen aus dem Ozean auf, um die Oberflächenwelt anzugreifen. But not you, for now you have stolen the terrible secrets of the world.
Nummer 5. Reinigung. Fallout 3. And war. War never changes. Während deiner gesamten Reise durch das Ödland der Hauptstadt hast du vielleicht gelegentlich aufgezeichnete Nachrichten von einem John Henry Eden gehört, einem Präsidenten, der zufälligerweise eine künstliche Intelligenz mit der Stimme von Malcolm McDowell ist. It's high time we met. I'm quite pleased you are able to make it. Trotz des Überflusses an Räubern, Kannibalen, kriegerischen Fraktionen und schrecklichen Monstern hat diese nicht gewählte den Plan, das Ödland zu reinigen. Anstatt die Wasser des Lebens loszulassen, um den Wohlstand wiederherzustellen, bittet Eden den einsamen Wanderer, eine modifizierte Version des FE-Virus in den Aufbereiter einzufügen, um alle Supermutanten zu töten. Während der Virus in dieser Hinsicht erfolgreich ist, wird die Welt in diesem Prozess letztendlich vergiftet. Gut gemacht. The Capital Wasteland, despite its progress, became a graveyard. Nummer 4. Die Bestie. Infamous 2. I had to pull myself back together. Do you have any idea how hard that is? It sounds tricky. Nachdem du von der nahenden Bedrohung durch eine Kreatur erfahren hast, die als die Bestie bekannt ist, hättest du nicht gedacht, dass Cole viel Zeit hat, sich in einen Größenwahnsinnigen zu verwandeln. Stellt sich heraus, dass der einzige Weg, die Bestie zu vernichten, auch jeden Conduit und den Planeten zerstört. I have control now. Consciousness. Sometimes it's too much. Wenn dein Karma dich auf dem Pfad der Niedertracht geführt hat, dann entscheidet Cole, dass die Menschheit zum Teufel gehen kann. Nachdem er seine ehemaligen Freunde einer nach dem anderen getötet hat, nimmt Cole schließlich den Platz der Bestie ein und führt alle Conduits in einen Kampf um die Vorherrschaft auf der Evolutionsleiter. I've been given powers to save the world from this change. But now I stand at its center. Nummer 3. Völkermord. Undertale. Hast du dich vielleicht in die charmanten Figuren dieses revolutionären Indie-Spiels verliebt? Hast du feste Freundschaften mit ihnen aufgebaut, die in einem schönen Finale verfestigt wurden, wo jeder sein Happy End bekam? Ja, jetzt wirst du sie alle abschlachten. Solltest du dich durch das Vernichten jedes einzelnen Monsters im Untergrund schinden, wirst du schließlich Chara begegnen. In einem eher surrealen Gespräch bieten sie dir an, die Welt auszulöschen. Unabhängig davon, ob du einverstanden bist oder nicht, am Ende triffst du deinen Schöpfer und befleckst dabei permanent deine Speicherdaten. Das heißt, wenn du versuchst, das gute Ende zu bekommen, nachdem du den Völkermord begangen hast, passiert das. Nummer 2. Der Fall des Imperiums. Dishonored, die Maske des Zorns. The others are all dead, aren't they? That's alright, because I was going to have them killed anyway. Nur weil du ein maskierter Meuchelmörder bist, der mit Kräften einer weniger als gütigen Gottheit gesegnet ist, gibt dir das wirklich das Recht, jeden zu töten? Wenn die Spieler sich entscheiden, Corvo seine beabsichtigten Ziele töten zu lassen und sich nicht darum zu kümmern, wie viele Gardisten oder Zivilisten dabei den Kopf verlieren, dann wird ganz Dunwall ins Chaos gestürzt. What will history tell us? That the daughter of a murdered empress ascended the throne up a mountain of corpses, carried by an assassin named Corvo? Schlimmer noch als ein Land der Anarchie und des Todes, wenn es dir nicht gelang, Emily Caldwin vor dem Todessturz zu bewahren. Klar, Rache hätte sich vielleicht so süß angefühlt, aber hat es sich am Ende wirklich gelohnt? It's just as well. The Empire was dying already, completely rotten. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Finish him. Hey, you told me when the time came? I know, I'm sorry. No, hypocrite. Hush. Nummer 1. Darth Revan ist wiedergeboren. Star Wars Knights of the Old Republic. A small part of me has always regretted betraying you from afar. Moment, du meinst, wir sind eigentlich ein allmächtiger Sith Lord? Dass wir die Galaxien eine neue Ära der Dunkelheit stürzen und Darth Malak zeigen können, wer der Boss ist? Jeder Freund oder Feind, der uns in die Quere kommt, wird durch unsere vollkommene Beherrschung der Macht zerquetscht werden? Wir sind dabei.
Abgesehen davon, dass es eine der besten Wendungen im Spielgeschehen ist, gibt dieses alternative Ende den Spielern die Chance, ihre dunkle Seite bis zu dem Punkt auszukosten, an dem sie sich wirklich fühlen, als ob ihnen nichts im Weg stehen könnte. Es gibt kein anderes Ende, das uns das Gefühl gegeben hat, dass die Rolle eines Schurken mehr Spaß macht als die eines Helden. All hail, Lord Revan! The Sith bow before you. You have reclaimed your rightful throne. Was hältst du von der Liste? Für noch mehr Top 10 Videos abonniere einfach WatchMojo Deutschland.